One of the major pitfalls in any security solution is usability. And one way to deal with that, the market decided, is self-encrypting devices. You might have come across them. It's usually external drives. Also, eines der großen Stolpersteine bei Computersicherheit ist die Benutzerfreundlichkeit. Und insbesondere, wenn dann alles sicher aussieht, aber nicht wirklich sicher ist. Und wenn man dann auch noch ein System hat, ein Betriebssystem wie Windows, das BitLocker mitbringt und BitLocker sieht dann, dass das Gerät schon hardwareseitig Verschlüsselung unterstützt, dann verlässt sich auch BitLocker darauf, dass diese Hardwareverschlüsselung sicher ist, auch wenn sie es nicht ist unter Umständen. Thanks. Okay, vielen Dank. Wer ist das hier überhaupt? Ich bin ein Doktorand an der Radboud University Nijmegen und mein Fokus ist auf kryptografischen Systemen, die tatsächlich in der Realität eingesetzt werden. Geht auch, und ich schaue mir auch Passwortgeneratoren für WLAN-Router an. Und wenn meine Forschung für euch interessant ist, könnt ihr mich hier unter diesen Adressen auch erreichen. Ich möchte zunächst einmal mit ein paar Danksagungen beginnen. Zu einem Philipp Güring, der mir bei den Samsung 840 Reverse Engineering geholfen hat. Und ihr könnt auch sein Projekt auschecken, anschauen. Und zunächst einmal, was ist eine selbstverschlüsselnde Festplatte? Und nun, das generelle Prinzip ist halt, dass man einen Originaltext hat, einen Algorithmus und dann generiert man daraus den verschlüsselten Text und dann speichert man das auf der Festplatte. Und das Ganze funktioniert natürlich mit einem Verschlüsselungsschlüssel. Und das ist natürlich die Art und Weise, wie das softwareseitig funktioniert, so dass man halt wirklich die Verschlüsselung in Software macht und dann auf die Hardware speichert. Und wenn man jetzt Hardwareverschlüsselung betrachtet, dann hat man halt den Klartext und dieser Klartext wird ebenfalls mit einem Verschlüsselungskey verschlüsselt, aber das Ganze passiert dann auf der Festplatte. Und das Ding ist natürlich, wenn jetzt der Benutzer kein Passwort vorgibt oder kein Encryption Key, also kein Verschlüsselungsschlüssel vorgibt, dann ist natürlich der Standard, der vom Gerät selber verwendet wird, der Verschlüsselungskey. Und das kann ein Problem sein. Und das Ganze ist natürlich relativ kompliziert. Was ist jetzt eigentlich ein selbstverschlüsselndes Gerät? Was beteiligt sich überhaupt daran, Sachen auf der Festplatte zu speichern? Es gibt sehr viele Systeme und Komponenten, die dann in der Hardware mit beeinflussen, wie die Daten gespeichert und auch eventuell verschlüsselt werden. Und naja, was ist jetzt die beste Möglichkeit, um Daten sicher zu speichern oder vor Spionage zu speichern, ist halt mit selbstverschlüsselten Festplatten oder, um genau zu sein, selbstverschlüsselten SSDs. Und aber die Frage ist halt, wie inwieweit sollte man diesen Sachen dann tatsächlich auch trauen? Also wenn man jetzt auch vor allen Dingen Software nimmt, wie BitLocker, die halt für Verschlüsselung von Daten zuständig ist, dann ist es auch so, dass BitLocker, wenn es mit der Festplatte redet und feststellt, okay, hey, die Festplatte bietet von sich aus eine Festplattenverschlüsselung an, dass es dann ebenfalls sagt, okay, ich muss selber nicht verschlüsseln, ich überlasse die Verschlüsselung der Festplatte. Auch wenn die Festplatte unter Umständen keine vernünftige Verschlüsselung durchführt. Und ja, das Problem ist natürlich, auch dieses Bewusstsein überhaupt für dieses Problem ist gar nicht mal so verbreitet. Und es ist ja auch wichtig zu berücksichtigen, dass Datenextraktion häufig auch dadurch zustande kommt, dass ein Eindringling es schafft, Zugriff zu haben auf den Computer, und zwar direkt, indem er sich im gleichen Raum befindet und dann halt auch dazu fähig ist, Daten zu extrahieren. Und was natürlich jetzt wichtig zu berücksichtigen ist, jetzt, wenn man jetzt Softwareverschlüsselung verwendet, dann ist das Problem natürlich, dass der Schlüssel für diese Verschlüsselung
im Arbeitsspeicher liegt. Und dieser ist natürlich, auf diesen kann man natürlich zugreifen, wenn man als Angreifer im gleichen Raum ist wie der Rechner und dann der eigentliche Eigentümer des Computers nicht in der Nähe ist und den Angreifer nicht davon abhalten kann, auf den Arbeitsspeicher zuzugreifen. Und bei Hardware-Verschlüsselung ist es halt, hatte man eigentlich theoretisch den Vorteil, dass der Schlüssel eigentlich nicht im RAM liegen sollte, aber in der Realität sieht es halt so aus, dass der Schlüssel doch im Arbeitsspeicher für Hardware-Verschlüsselung gespeichert wird. Und dadurch hat man halt eine gute Möglichkeit verschenkt, die Sachen, den Verschlüsselungsschlüssel sicher zu speichern. Und es gibt natürlich noch den Storage Controller, also den Speichercontroller, wo man auch den Schlüssel speichern kann, aber auch der ist nicht sonderlich sicher, wenn es darum geht, ausgelesen zu werden. Man kann jetzt auch einfach ein Debugging-Device an die Platte anschließen und damit alle Daten auslesen, also insbesondere halt den Verschlüsselungskey und dadurch dann Zugriff auf die entschlüsselten Daten bekommen, wenn man den Schlüssel hat. Also es gibt halt sowohl zwischen Software als auch Hardware ähnlich gute Ausgangslagen, leider so, dass man halt sagen kann, Hardware-Verschlüsselung ist leider nicht so viel stärker. Und die Frage ist natürlich, wie ist es jetzt, wenn eine Maschine abgeschaltet ist? Und der Angreifer hat einen Zugriff auf eine abgeschlossene Maschine, dann kann man natürlich auch sagen, okay, man kann jetzt als Angreifer in Abwesenheit des Besitzers an die Maschine rangehen, eine Hintertür installieren und dann darauf warten, dass der Benutzer, wenn er den Rechner wieder startet, den Schlüssel auf der Maschine installiert. Dann gibt es natürlich noch die Situation, dass es gibt natürlich auch noch die Variante, dass ein Angreifer das Laufwerk stirbt oder dass die Maschine aus irgendeinem Grund halt als kompromittiert gilt. Das Ding ist, with some implementation details that are public and independently audited. Also man kann natürlich jetzt verschiedene Ansätze verwenden. Es gibt halt entweder Softwareverschlüsselung, die natürlich dann jetzt sinnvoll ist, also die auch gut funktioniert, wenn die Maschine aus ist und wenn der Schlüssel deswegen auch nicht im RAM ist. Und es gibt natürlich jetzt auch die Hardwareverschlüsselung. Aber das Ganze ist natürlich für uns als Nutzer wie eine Blackbox. Es ist sehr schwer zu beurteilen, ob es sicher ist. Und es gibt halt auch einige Stolpersteine, was die richtige Verwendung angeht. Ich möchte jetzt mit euch über einige Standards sprechen. Es gibt zwei weit verbreitete Standards. Es gibt das ATA und TCG OPAL. Und man kann natürlich jetzt zwischen beiden wählen. Das eine ist ein bisschen älter als das andere. Und TCP OPAL ist tatsächlich dafür entwickelt worden, für Festplatten mit Hardware-Verschlüsselung entwickelt worden. Wenn man jetzt ein System hat wie das hier, man hat jetzt ein Passwort, das Passwort wird gehasht mit einem Salz und dann hat man natürlich das Ergebnis des Hashings und dann vergleicht man natürlich das gehashte und gesaltete Passwort mit dem Wert, der dabei rauskommen sollte. Und dadurch entscheidet man, okay, sollte es jetzt eine Entschlüsselung geben. Und wie gesagt, diese Methode ist ein bisschen älter. Also sie wurden nicht entwickelt für selbstverschlüsselnde Festplatten. Und das, ja, es ist im Prinzip ein relativ simples System. Und jetzt, was jetzt nochmal das ATA angeht, also es gibt da zwei Passwörter, einmal das
Benutzerpasswort und einmal das Meisterpasswort, aber beide können nicht gesetzt werden. Und das initiale Meisterpasswort ist bereits festgelegt vom Hersteller. Und das macht es natürlich schwierig für den Benutzer, Sachen zu ändern und auch das System tatsächlich abzusichern. Und you put that through keyed hash with a salt, and then you get a hash result, and you check whether the hash, whether the incoming password was valid. And if so, then you also so, hätte ich das jetzt gemacht? Dann halt das Passwort hasht es und vergleicht es dann. Der Grund ist einfach, wenn man einfach die Platte löschen will, dann braucht man nicht beide Passwörter. TCG Opal, das ist ein bisschen moderner und das ist eigentlich der Standard für diese Art von Festplattenverschlüsselung. Es gibt mehrere Partitionen und es gibt mehrere Passwörter und ein einziger Zugangsdaten kann eben verschiedene Bereiche entsperren. Und ein Bereich kann mehrere Zugangsdaten entsperren. Also so sozusagen end-to-end. Also wenn man jetzt ein beliebiges Passwort oder einen beliebigen Bereich hat, dann, wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass wenn man das jetzt implementiert, dann ist es nicht überraschend, dass Leute da Probleme mit haben und Fehler machen. Und man kann natürlich auch einen Bereich neu generieren, unabhängig von anderen. Und das BitLocker verlässt sich da komplett drauf. Es benutzt nicht diesen ATA-Standard, aber es nutzt rein diesen TCG-Opal-Standard. Es gibt natürlich viele Hindernisse. Der erste Stolperstein hier ist, das ist eigentlich der dümmste. Man hat also ein Passwort, der vom Host-PC kommt. Und alles, was halt in der Platte kommt, wird halt mit einem Schlüssel verschlüsselt. Und in der Mitte der Blackbox, das verknüpft halt das eine mit dem anderen. Aber wir wissen nicht, wie das funktioniert. Wir wissen nicht mal, ob das irgendwie miteinander zusammenhängt. Also wenn nicht, dann sind alle Geheimnisse, die man braucht, gibt es eh schon auf der Platte. Und das passiert tatsächlich. Also der Stolperstein Nummer 2 ist, wenn man das jetzt naiv hier implementiert, dann nimmt man einen einzelnen Schlüssel, um alle Daten zu verschlüsseln und dann eben verschiedene Passwörter, um diesen Schlüssel zu verschlüsseln. Das heißt, das schwächste Passwort gibt Zugriff auf alles. Man kann das natürlich in der Software absichern, aber es ist nicht kryptografisch gesichert. Also halt mit If-Statements sozusagen, wenn man die Firmware dann modifiziert, kann man das umgehen. Und selbst in dem Fall hat BitLocker einen Bereich, der nicht geschützt ist, zum Beispiel die Partitionstabelle. Und wenn man jetzt dieses Schema hat, dann braucht man gar kein Passwort, denn dieser Bereich muss natürlich entschlüsselt werden. Also in dem Fall kommt man eben an den Schlüssel ran. An die Geheimnisse ran. Es gibt natürlich das Problem des Zufalls. Man kann jetzt denn die Schlüssel nicht wirklich beeinflussen. Man muss sie halt irgendwie dazu bringen, neu generiert zu werden und man weiß halt nicht, ob der Zufall eben kompromittiert ist. Und dann gibt es hier noch Wear Leveling. Das ist eigentlich Es gibt Probleme mit Abnutzung, also und es ist auch wichtig, dass sichergestellt werden, dass der Flash-Chip dann nicht zu sehr abgenutzt wird, weil es nur eine begrenzte Anzahl von Schreibvorgängen geben kann, weil die Festplatte halt auch altert und deswegen ist es auch wichtig, die Schreibzugriffe zu verteilen auf der Platte. Und deswegen ist es halt auch wichtig, deswegen gibt es halt auch Module, die dann halt physikalisch, logische Sektoren zu physikalischen Sektoren mappen. Und dadurch können halt auch Daten in verschiedenen Sektoren landen, anders als man es eigentlich geplant hatte. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, so wo der Schlüssel ist irgendwo drin, aber er ist natürlich jetzt nicht wirklich geschützt. Und
Aber wenn man halt Probleme hat mit der Abnutzung, dann hat man auch das Problem, dass alte Daten halt einfach drin bleiben, weil sie halt nicht mehr überschrieben werden können. Und überschreiben ist einfach nicht mehr möglich, auch wenn es natürlich, also ist wichtig, wenn man es richtig machen will. Und das gibt natürlich auch jetzt noch Sachen wie Energiesparmodus, die jetzt ebenfalls die Sicherheit kompromittieren können. Und die Art und Weise, wie das dann definiert ist, kann halt beeinflussen, inwieweit der Schlüssel abgesichert ist. It may do that. It's not specified. So in that case, secret keys may also end up in non-volatile storage. Das heißt halt auch, geheime Schlüssel können halt in einem Speicher liegen oder gespeichert werden, wenn und zwar in Bereichen, die halt nicht flüchtig sind. So yeah, there's a couple of scenarios where we looked at this. And finally, there's a general implementation that also applies to software. Gibt es natürlich jetzt Probleme, die halt generell gültig sind, die auch Software betreffen. Also jetzt die Ableitung von Schlüsseln und so weiter und so fort. Und jetzt Nebenkanale. Es ist halt, es gibt eine Menge Probleme, die man berücksichtigen muss. Und wir versuchen halt, die Sachen möglichst klar oder strukturiert jetzt durchzuarbeiten. Das erste ist halt, zunächst einmal das Image von der Firmware zu bekommen, also jetzt das Programm, das die Festplatte kontrolliert. Wir versuchen es erstmal runterzuladen, was nicht so einfach ist, wie es scheint. So, obtaining a firmware image, that like that seems easy down a bit, but that can be harder than it seems, ja, because there's usually obfuscation applied. Häufig gibt es halt auch noch zusätzliche Verschleierungen, wenn man jetzt das Firmware-Image runterlädt. Es ist halt also echt nicht einfach, damit umzugehen und das dann zu rekonstruieren und besser um dann halt auch im Endeffekt zu verstehen, wie die Festplatte sich verhält. Man muss halt sehr viel Low-Level-Vorgänge machen und sehr viel rumtricksen, um an die Sachen ranzukommen. Und wenn man jetzt den Schlüssel selber nicht hat, dann kann man auch nicht das Image selber entschlüsseln. Eine andere Strategie ist die Firmware durch den Arbeitsspeicher mithilfe den JTAG zu laden. Und lass uns das genauer anschauen. Also der JTAG ermöglicht es einem, das Gerät, also die Festplatte, deutlich stärker zu kontrollieren oder vollständig zu kontrollieren. Und bei einigen Modellen ist es relativ einfach, da direkt darauf zuzugreifen physikalisch. Bei anderen muss man ein bisschen mehr rumschauen, ob man es findet oder wie man darauf zugreift. Und wenn es nicht da ist oder wenn es nicht findet, dann kann es auch sein, dass es halt ausgeschaltet ist. Also wie führt man jetzt dann Code aus, der nicht signiert ist? Nun, man kann Glück haben und es gibt halt bekannte Sicherheitslücken, die man dann nutzen kann. Einige Module haben auch Code in einem Speicherchip gespeichert, den man dann auch ändern könnte, um das Modul zu beeinflussen. Oder wenn man halt richtig hardcore sein will, kann man auch kryptografische Signaturchecks mit physikalischen Fehlern selber beeinflussen. Dann kommen wir natürlich dazu, wie wir jetzt die Firmware dann analysieren, wenn wir sie gekriegt haben. Also zunächst einmal muss man halt mit dem Image oder für das Image die Sektioneninformationen herausfinden. Das heißt auch, man muss jetzt für den Adressraum genau wissen, was ist wo, und dann das Image in einen Disassembler laden, um herauszufinden, was die Firmware macht. Und das ist jetzt auch wesentlich schwieriger, als es einfach nur zu sagen, weil es ist echt schwer, das zu verstehen.
Man muss die Datenstrukturen verstehen, man muss halt wissen, welche Tabellen es gibt und man muss viele Details verstehen und berücksichtigen. Und das Wichtigste ist halt diese ATA Dispatch Table, sobald man die findet und die halt bei so ziemlich allen Herstellern vorhanden ist, dann hat man es auch deutlich leichter zu verstehen, wo was ist und wie man bestimmte Sachen anspricht. Man findet es in der Regel innerhalb von ein paar Tagen. Manchmal kann man auch interessante Opcodes finden, die dann halt für den Hersteller spezifisch sind. Dann möchte ich jetzt ein paar Fallbeispiele mir betrachten. Also wir haben den Marvel 800 SS 9198-Controller uns angeschaut. Und er hat einen Dual-Core-Prozessor mit einem proprietären Design. Und es hat einen Krypto-Co-Prozessor auf der Hardware, der jetzt nicht so mächtig ist oder so schnell ist, aber er ist halt Teil davon. Dann gibt es halt noch die Firmware-Images, also die Software, die dann die Hardware kontrolliert, direkt auf dem Chip. Und diese Sachen sind halt startbare ISO-Images, die auch kryptografisch signiert sind. Aber sie haben auch einen JTAG-Debug-Schnittstelle, sodass man sie analysieren und modifizieren kann oder beeinflussen kann. Und was wir herausgefunden haben, ist, dass viele Passwörter halt gehasht sind, dann vergleicht werden und dann auch verworfen werden, wenn dann jetzt feststeht, okay, ob sie jetzt übereinstimmen oder nicht übereinstimmen mit dem gewünschten Passwort. Allerdings, wenn man jetzt diesen Vergleich auf der Hardware entfernt, dann hat man natürlich jetzt die gesamte Sicherheit ausgehebelt. Und bei TCG Opal ist es halt genauso. Da ist halt, man kann einfach diese Komponente auf der Hardware ausschalten oder ausnocken und dann hat man die Sachen umgangen. Und es gibt halt noch einige weitere Möglichkeiten, die Hersteller direkt bei der Hardware mitliefern. Und die kann man dann auch nutzen, um die Hardware zu beeinflussen, sodass man halt beliebige Daten dann auch in den Speicher von den Hardware-Komponenten reinschreiben kann. Ja, also es ist alles toll, wenn man es auf diese Art und Weise machen kann. Und der MX-100 ist quasi der Nachfolger davon. Es ist ähnlicher Controller, gleiche Controller, ähnliche Firmware. Und es sind einige Löcher bekannt, also Sicherheitslücken. Allerdings beim MX-300 haben sie halt sich doch nochmal ins Zeug gelegt und es ist halt ein neuer Controller und sie haben leider JTAG ausgeschaltet und sie haben den kompletten Sicherheitscode neu geschrieben, aber die Herstellerbefehle sind immer noch da. Aber man braucht kryptografische Signaturen, um sie zu aktivieren. Es gibt einige bekannte Pufferüberläufe, aber keine davon sind, soweit wir es wissen, nutzbar, um die Hardware zu manipulieren. So, wie können wir jetzt doch noch schaffen, Befehle auf diesen Geräten oder Komponenten auszuführen? Dafür haben wir uns den Startprozess angeschaut, wie dann halt die verschiedenen Komponenten einander laden und miteinander kommunizieren. Und wenn man jetzt den NAND, also den NAND-Chip, entfernt, dann kann man Sachen halt beeinflussen. Also lass uns mal auf den SPI-Flash schauen.
Und es befindet sich hier an dieser Stelle. Und wir haben dann ein Lesegerät an diese Stelle montiert oder angebracht. Und dann haben wir das Lesegerät angebracht, natürlich ein Backup angefertigt, damit wir halt Sachen wiederherstellen können. Und dann halt Code geschrieben, der die Signatur Überprüfung entfernt und dann die Sachen halt überschrieben mit unserem eigenen Code. Und danach konnte der Treiber dann beliebige Firmware akzeptieren. Und dadurch hatten wir dann auch, konnten wir auch beliebige Features wie Schreiben oder Lesen auf unsere Art und Weise implementieren, sodass wir alles machen konnten. Wir haben halt auch das Schlüsselableitungsschema von der Hardware abgeleitet und das Passwort, das vom Benutzer oder von einer anderen Komponente von außen reinkommt, wird nur benutzt, um einen bestimmten Schlüssel zu verschlüsseln und Anmerkung des Übersetzers, ich komme gerade nicht mit, aber im Endeffekt, am Ende steht dann der RDS-Key und sobald man diesen RDS-Key hat, hat man Zugriff auf alle geschützten Bereiche. Und allerdings sieht man auch, dass viele Sachen halt im Klartext gespeichert sind. Also man braucht halt wirklich ein Passwort. Man wird dann nicht einfach mehrere Passwörter benutzen für verschiedene Bereiche. Das ist kein Szenario. Aber wir haben es trotzdem eine Möglichkeit gefunden, das zu umgehen. Also wir haben die Passwort-Protect-Schutzfunktion angeschaut. Von dem Namen her geht man an, dass man die Funktion halt einfach einen Hash erzeugt, aber es macht eigentlich mehr. Der Output hat wirklich den RDS-Key schon drin, der verschlüsselt ist mit dem Passwort. Aber man sollte dann die Ausgabe dieser Funktion nicht einfach so rumwerfen. Wir haben also ein bisschen Code initiiert in die Firmware in eine Funktion und wir haben halt die Verhaltensweise ein bisschen geändert, sodass immer noch die originale Verhaltensweise drin ist, aber es lockt einfach den Aufruf dieser Funktion mit den Parametern. Was man kriegt, dann kriegt man diese Logdatei. Also einfach, das Passwort ist ein Nullpuffer und speichert den RDS-Key in einer Tabelle und in ganz vielen anderen Slots wird das auch noch aufgerufen. Und dieser RDS-Schlüssel ist dann in allen diesen Slots gespeichert, außer einem 15. Und der Encryption-Key ist ein Null-Puffer. Also eine Angriffsstrategie ist, indem man die modifizierte Firmware flasht, dann entwirft man eben ein bisschen Code, der den Key, der den Schlüssel rausholt und führt den Code aus. Und dann hat man einen Schlüssel. Das ist aber noch nicht ganz am Ziel. Es gibt noch ein bisschen Zugangskontrollen, die man entfernen muss. Also es gibt eine Passwort-Verifizierungsfunktion, die eben einen Hash überprüft. Das muss man eben ausschalten und dann kann man hat einen kompletten Zugriff auf alle Bereiche. Jetzt machen wir eine kleine Demo. Yeah, sorry. So, let me see. Oh yeah, this one. Let's see, it's flash run. Yeah, so it detected my flash. So, es hat jetzt meinen Flash erkannt. Das ist hier, liegt hier auf meinem Schreibtisch. Das ist mein USB Blaster, mein USB SPI Lesegerät. Und das ist die Crucial MX 300. Und die ist natürlich verbunden und das ist halt dieses JTAG-Gerät dazwischen, aber das ist einfach nur da, um die Spannung anzuzeigen. Sorry. So, I created a cheat sheet. Ich habe ein kleines Cheat Sheet hier
Was ich jetzt mache, ist, dass ich, ich habe schon ein Backup davon gemacht. Okay, so yeah, this is my makefile that does. Das ist eine Makefile, die alles für mich macht. Sie patcht die Firmware und das SPI Flash Image ist schon gepatcht. Das ist das hier und jetzt flashe ich es aufs Gerät. Jetzt muss ich kurz in mein Cheat Sheet schauen. Okay, so now it's flashing. Jetzt flasht es gerade. Es braucht jetzt ein bisschen. In der Zwischenzeit zeige ich ein Video, das ich früher schon mal gemacht habe. Das ist die BitLocker-Einrichtungsphase. Die Festplatte ist verbunden fürs erste Mal, das wird erkannt. Und jetzt machen wir eine leere Partitionstabelle. New volume, neues Volume erstellen, alles mit den Standardparametern. And then we enable BitLocker. Und dann machen wir BitLocker an. So, spoiler alert, the password also, spoiler alert, das Passwort ist ASDF, ASDF. As you can see, there's no dialogue. Man kann sehen, dass es keinen Dialog gibt. Möchten Sie Hardware-Verschlüsselung? Benutzt es einfach. Und jetzt ist die Festplattenverschlüsselung aktiviert. Okay. Okay. Let's see if the flashing is finished. Schauen wir mal, ob das Flashen fertig ist. Also überprüft gerade noch den Flash-Speicher. Yeah. Okay. So that's probably this is not within the range that I actually modified. Das ist nicht der Bereich, den ich modifiziert habe. Das ist okay. Also hat man einen Glitch. So now I will remove this. Jetzt werde ich das hier abstecken und dann das Lesegerät entfernen und das hier einstecken. Okay, so. Okay, Festplatte wurde erkannt. Oh wow, my kernel panicked. Und mein Kernel ist abgestürzt. So, while the laptop's rebooting, I'll be the metaphorical. Während der Laptop neu startet, bin ich jetzt das metaphorische Hühnchen, das geschlachtet wird, um die Götter zu besänftigen. Jetzt mal Hand ans Herz, wer hatte schon mal einen Crash bei einer Präsentation? Mal bitte die Hand heben. Of those, von denen. War es hardware-seitig ein Hardware-Fehler? War es die Software, die abgestürzt ist? Oh. Well, all right. How's it going? We're back. Ready? Ja, yes. Jetzt kann es weitergehen.
Can I get a picture maybe? Ah, there we are. Great. Great. So, also, die SPI ist geflasht. Es sollte also beliebige Firmware-Images akzeptieren. Also wir machen das nochmal ein beliebiges, ein modifiziertes Firmware-Image. Und jetzt flashe ich das nochmal. Das ist der Befehl mit HD-Parm. Das ist der Befehl dazu. Ja, ich weiß, was ich tue. Bitte mach meine Platte kaputt. Oh, großartig. Das funktioniert nicht. SDC. Ah. Okay. Oh. Done. Fertig. Okay. Okay. So now. Jetzt. Okay, so now I'm going to compile some code. Jetzt werde ich ein bisschen Code kompilieren. Cover, das ist schon fertig. Jetzt benutze ich mein Werkzeug Tinker, um das in den Speicher zu schreiben. Ach ja, lass uns mal kurz den RDS-Key auslesen. Oh wow, oh wait. Aha, SDC. This thing is zero. Also alles null. Also nicht geladen. So then use Tinker to write this code into the address space. Jetzt wird das einfach in den Adressbereich geschrieben. Alright, successful. Ah, erfolgreich. Now run it. Jetzt werden wir es ausführen. Invoke jump successful. Und dieser Sprung war erfolgreich. The RDS key is there. Und da ist der Schlüssel. So. Cryptographically we won. So, kryptografisch haben wir es ja gewonnen. Aber jetzt müssen wir natürlich noch die Platte entsperren. Dazu mache ich einfach diesen Befehl hier und wir machen einfach eine Datei, die eben 4 Byte groß ist und laden die auf die Platte hoch. Und jetzt sollte es mir möglich sein, die Platte mit einem beliebigen Passwort zu entsperren. Oh, you're right. Und da ist sie. Okay. That went sort of okay-ish. Das war ja einigermaßen okay. Und sie behaupten, das ist die beste Hardware-Verschlüsselung. Das überlasse ich euch, zu glauben, ob es wahr ist oder nicht. Es gibt natürlich auch die ATA-Sicherheitsfeatures. Standardweise hat es ein leeres Passwort, man muss es natürlich ändern. Oder dieses eine Flag auf Maximum setzen. Für das MX300 ist es nicht hinreichend. Denn wenn man diese spezielle Firmware hat, dann kann man das einfach im RAM auf 0 setzen und dann auf High downgraden und dann kann man wieder mit einem leeren Passwort das machen. Aber das werde ich hier nicht vorführen. Jetzt machen wir mit der Samsung 840 Evo weiter. Das ist die erste Samsung, die den TECG Opal Standard umsetzt. Das sind Tri-Cortex R4 auf 400 MHz, ziemlich stark.
Firmware-Images gehen durch den Magician oder ein bootbares ISO-Image und die sind kryptografisch unterschrieben. Und das ist das Schema. Und jetzt bleibt man bei mir. Von links kommt ein Passwort vom Benutzer. Und wir nehmen halt einen Salt und eine Tabelle. Die Credential-Tabelle. Es gibt insgesamt 14 Zugänge. Man kann 14 Zugänge definieren. Das ist das Passwort, das erste Salz. Und macht einen Hash und man verifiziert den Hash. Und wenn das passt, dann nimmt man den zweiten Salt mit dem Schlüssel. Und der Schlüssel, der entschlüsselt einen Eintrag in einer Tabelle. Die ist 14 mal 9 Einträge groß. Also für jeden Zugangsdaten gibt es eben einen Eingang für die neuen Bereiche, die möglich sind. Das ist diesen Eintrag. Und nutzt das, um diesen Eintrag zu entschlüsseln. Das gibt einen neuen Schlüssel, mit dem man eben einen Eintrag in dieser Plattenverschlüsselungstabelle entschlüsselt. Und das ist die Opal-Implementation. Sie nehmen also wirklich 60K-Blocks, um all diese Daten zu speichern. Und man hat alle die kryptografischen erzwungenen Features und hier wirklich Gratulation an Samsung, sie haben es richtig hinbekommen. Für die ATA-Sicherheitsfeatures hängt dieser DEK wirklich nur vom Passwort nur in der Maximum-Modus ab. Das heißt, Passwort und Schlüssel sind nicht verknüpft. Man kann einfach dann Passwortprüfung entfernen und man kann machen, was man will. Diese 64K-Blob ist irgendwo gespeichert und das ist in diesem Abnutzungsspeicher gespeichert. Das heißt, man kann einfach einen NAND suchen und eventuell eine frühe Version finden oder vielleicht findet man auch einen Plaintext-Key und das haben wir auch umgesetzt. Aber es ist unwahrscheinlich, dass man das finden wird. Aber wenn man es findet, dann ist man fertig. Und das betrifft natürlich sowohl ATA als auch TCG Opal. Das ist in derselben Datenstruktur. Jetzt machen wir mit der 850 weiter. Das ist der Nachfolger für die 840. Hat einen neuen Controller und andere Firmware-Obfuskation. Es passiert aber immer noch auf dem Host-PC. Und das gibt aber hier dieses DevSleep. Das haben wir uns hier mal angeschaut. Das hatte die 840 noch nicht. Es ist alles ist ein bisschen anders, aber es gibt ein paar Änderungen, abgesehen von der Krypto-Implementierung. Es gibt also dieselben Schwachstellen, es sei denn diese Abnutzungserscheinung, das haben sie gefixt. Die T3 Portable, das ist eine tragbare Platte, das ist ein ähnliches Verhalten. Es ist einfach mit einer USB-SATA-Konvertierer davor. Es gibt eine T3-spezifische Firmware, aber die gibt es nicht zum Downloaden. Es gibt proprietäre Sicherheitsbefehle, aber nichts proprietär. Und AS256 ist ein großer Teil von dem Marketing. Es gibt dieses Konfigurationstool. Es geht auch ohne für Android, das ist eigentlich ziemlich cool. Und die Implementierung von diesen proprietären Befehlen basiert auf den ATA-Sicherheitsimplementierung, wo das Masterpasswort immer freigesetzt ist. Also hier gibt es halt keine kryptografische Verknüpfung und man kann den Passwortcheck einfach entfernen. Und jetzt werde ich hoffentlich davon auch wieder eine Demo vorführen. VirtualBox starten. Okay. So, also, security enabled. So, es sagt, Sicherheit ist aktiviert. Ja, die Verbindung steht. Yeah, it's not there. Es ist noch nicht da. So, if I do this, wenn ich jetzt das mache, then security set to enabled. So, und Sicherheit ist aktiviert, jetzt deaktiviere ich es wieder. And that's incorrect. Und okay, das ist falsch. Soweit so gut. Lass uns weitermachen.
Oh, Moment. Of course I have a cheat sheet. Natürlich habe ich jetzt einen Spickzettel. There we go. Okay, so los geht's. Address. Wait. Moment. Table DTIP. Datex connected. So Datex ist verbunden. Moment noch. Okay, so these are the cores. Okay, das sind die Kerne. Okay, now health CPU. Dump registers, all of that. Okay, habe alle Register von der CPU und lasst uns einen Haltepunkt für den Debugger an dieser Adresse setzen. Und jetzt wähle ich ein beliebiges Passwort und wir kommen zu diesem Haltepunkt. So, I will now remove that check. Ich werde jetzt diese Kontrolle entfernen. And obviously remove the breakpoint. Und auch den Haltepunkt entfernen. There we go. Und los geht's. Sicherheit entfernt. Applaus. Weiter. So, yeah, that works. Das funktioniert. Okay, so, So. Apparently this thing is tough to crack. Okay, das Ding ist wirklich schwer zu knacken. Sehr, sehr beeindruckender Schutz. So, yeah, I hope the exterior does a better job. Ich hoffe, die Hülle macht ein löst das Problem besser oder schützt das Ganze besser als die Software oder die Firmware. Und dann haben wir noch, ja, also was wir halt sagen können, ist, dass in diesem Fall der JTAG ausgeschaltet ist, aber es ist trotzdem immer noch auf die gleiche Art und Weise angreifbar. Und die meisten dieser Festplatten haben tatsächlich Lücken, die man ausnutzen kann, um die Sicherheit auszuhebeln. Und viele Sachen sind halt auch echt schlecht umgesetzt oder halt total überdesignt. Und die Sicherheitsziele, also die Ziele der Sicherheit, sind auch nicht wirklich klar definiert und es gibt auch keine Referenzimplementierung von diesen Sachen. Und es gibt einfach noch viel, was man noch verbessern müsste und was vor allem die Hersteller noch verbessern müssten. Und wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, bin ich natürlich hier. Okay, wir haben Mikrofone. Bitte stellt euch an, wenn ihr Fragen habt. Bitte haltet euch kurz. Und natürlich vielen Dank für diesen wundervollen Vortrag. Wir fangen mit dem Signalengel an, der Fragen aus dem Internet entgegennimmt. Ah, vielen Dank für den Vortrag. Ich hoffe, deine SDB-Partition-Platte ist okay. Are there similar issues on MS500 and latest Crucial drives one can buy today? Denn es gibt dann Probleme in den aktuellen Crucial Platten? Also diese Platte habe ich mir im Speziellen nicht angeschaut. Die MX100 Platte nutzt einen anderen Controller und das Ganze ist auch von einem anderen Hersteller. Es ist nicht so einfach für mich, das jetzt zu übertragen oder zurückzuverfolgen. Großer Vortrag.
kann ich was, wenn ich jetzt anderes als BitLocker benutze, also ein anderes Betriebssystem, benutze es dann die Hardware-Verschlüsselung? Also die Frage war, ob ich die Hardware-Verschlüsselung für BitLocker deaktivieren kann. Und was ist bei anderen Betriebssystemen? Man kann durch Gruppenregeln festlegen, dass BitLocker sowas nicht machen soll, dass es halt die Hardware-Verschlüsselung nicht nehmen soll. Und andere Betriebssysteme, die kümmern sich nicht darum, was die Hardware sagt bezüglich Verschlüsselung. BitLocker ist die einzige Software, die halt tatsächlich die Hardware fragt, ob sie von sich aus schon verschlüsseln kann. Microphone number 4, please. What about the newer Samsung versions? Was ist mit den neuen Samsung-Platten, wie die 69 oder 860? Habe ich mir noch nicht angeschaut. Ich habe mir die 59 schon mal angeschaut, die relativ neu ist zu der anderen Platte ist. Sie haben Opal in den Sand gesetzt, sie haben so vieles in den Sand gesetzt und sie unterstützen immer noch diese alten Standards, aber es ist nicht sicher und ich denke, es ist einfach nicht mehr interessant, sich das auch alles anzuschauen. Ich mache einfach nur den wissenschaftlichen Ansatz. Ich nehme ein paar Proben von verschiedenen Modellen und das reicht mir dann eigentlich auch schon, um zu sehen, dass das alles kaputt ist. Und wir wollen die Proben, die wir haben, so genau und so präzise wie möglich machen. Wie schwierig wäre es, diese Sicherheitsfeatures korrekt zu implementieren auf diesen Festplatten? Und es ist vernünftig, dass man das an einem Open-Source-Ansatz machen könnte? Es gibt einige Projekte, die das versuchen, also Open-Source-Projekte, aber sie sind noch nicht weit gekommen. Das willst du selber nicht einsetzen momentan. Aber die Frage ist auch, warum willst du selbstverschlüsselnde Hardware? Software ist eigentlich viel besser für sowas. Und insbesondere was die Performance, also die Geschwindigkeit der Verschlüsselung angeht, macht es keinen wesentlichen Unterschied. Und selbst Samsung hat mit Opal halt Anmerkung des Übersetzers, ich glaube, softwareseitige Verschlüsselung gemacht. Und ich denke nicht, dass es halt Vorteile bringt, hardwareseitig zu verschlüsseln. Danke für die Forschung. Was ist mit deiner Kommunikation mit den Herstellern? Hast du Responsible Disclosure gemacht? Wir haben mit Samsung gesprochen und hatten ein Meeting und sie waren echt ganz nett. Und wir haben auch Cruiser kontaktiert und sie sprechen mit uns. Sie waren jetzt nicht so glücklich, dass wir das gefunden haben, aber sie waren auch trotzdem glücklich, dass wir zumindest Bescheid gesagt haben. Thanks for a great talk. Danke für deinen guten Vortrag. Hast du NVMe-Platten angeschaut und wenn ja, ist es an dieser Stelle besser geworden? Wir haben auf die 59 uns angeschaut und es ist im Prinzip das Gleiche. Es ist ja nur die Schnittstelle ist anders. Wir haben es jetzt nicht in unserem finalen Forschungsreport mit berücksichtigt, aber es war einfach zu ähnlich. Wie regelmäßig sind so Firmware-Updates? Kommen die über Windows-Updates oder kommen die eigentlich nur manuell abgedatet werden? Bei Samsung gibt es ein Programm namens Magician, das dann die Updates einspielt, aber es wird definitiv nicht über Windows-Updates übertragen.
Aber alle bieten eine zentrale Verteilungsplattform an. Aber man muss halt erstmal von der Webseite das Magician runterladen. Auf den meisten SSDs gibt es eine Funktion, die komplett die Platte löscht, wenn man einen Schlüssel löscht. Haben sie sich das angeschaut und versucht, die Daten zu wiederherzustellen, nachdem die Platte gelöscht wurde? Na, nicht genau. Also ich habe es mir nicht genau angeschaut oder nicht genau genug. Und die Frage ist natürlich auch, okay, wie überschreibt man das dann? Also wie schreibt man es dann mit zufälligen Daten und wo kommen die Daten dann eigentlich her dafür? Aber man hat halt auch die ganzen Tabellen und die ganzen Tabellen sind dann halt auch zerstört, wenn man das überschreibt, und es bringt dann nicht wirklich noch was, wenn man jetzt den Schlüssel hat. Yeah, thanks for your clear. Vielen Dank für den klaren Vortrag, aber trotzdem radikalen Statement über selbst verschlüsselte Festplatten. Ich arbeite an einem Forschungsinstitut, wo ich immer mehr Leute finde, die das fordern, diese selbst verschlüsselten Festplatten, für praktische Gründe für Datenschutz. Und jetzt habe ich gerade erfahren, dass Softwareverschlüsselung einfach viel besser ist. Was empfehlen Sie in einem praktischen Nutzungsszenario für die Ökosysteme wie also Apple, Linux und Windows als eine Softwarelösung, die halt besser ist als... Ich sage, Veracrypt kann ich empfehlen. Are there any more questions? No more questions from the internet? Oh, we have one question at microphone number 2. Thanks for your research. Vielen Dank für die Forschung. Also, du hast gesagt, dass Sie veröffentlicht habt an die Hersteller. Haben Sie den jetzt behoben? Also Samsung hat ein Statement herausgegeben, wenn man eine interne Platte verwendet, mit Selbstverschlüsselung, dann sollte man doch lieber auf Software wechseln, aus Sicherheitsgründen. Und was Cruiser gesagt hat, wir haben Firmware-Updates rausgebracht, aber bei einigen Modellen haben sie einfach die JTAGs und Vendor-Commands, also herstellerspezifischen Befehle ausgeschaltet per Firmware-Update. Aber die Hardware ist natürlich immer noch die gleiche. I think we are all out of time. Thank you very much, Oscar Mayer. Okay, wir haben keine Zeit mehr. Vielen, vielen Dank, Oscar Mayer. Und ihr hörtet den Vortrag Self-Encrypting Deception in der Deutschen.